Ich freue mich heute mal wieder hier zu sein und auch die Runde zu sehen. Und dieses Thema, das Wie der Transformation, ist ein Thema, womit ich mich kürzlich beschäftigt habe, aber eigentlich ein riesiges, endloses Thema. Als ich angefangen habe, da so einen Talk vorzubereiten, habe ich gedacht, meine Güte, es ist nicht leicht, bei so einem großen Thema und relevanten Thema nichts Wichtiges auszulassen, aber auch nicht so viel da reinzupacken, dass es eine schiere Überforderung ist, weil man ja auch nur begrenzt was sich vergegenwärtigen kann. Und der andere Gedanke, der mich beschäftigt hat in der Vorbereitung auf das Thema, das Wie der Transformation, ist, dass es ist eindeutig ein auf die Praxis ausgerichtetes Thema, nämlich wie, also wie mache ich das eigentlich, das Transformieren? Und Martin hatte angesprochen, es ist auch die Frage, was denn eigentlich? Und es könnte auch die Frage sein, warum eigentlich Transformation? Aber da stimme ich zu, das Thema, warum Transformation oder die Frage, warum Transformation, ist eigentlich braucht eigentlich nicht mehr gestellt werden, wenn wir uns die Welt anschauen mit all den unterschiedlichen Krisen. Wir sprechen heute von multiplen Krisen, weil nicht nur eine nach der anderen folgt, sondern weil die auch irgendwie miteinander verzahnt sind, sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Also lasse ich das Thema, warum Transformation heute weg. Trotzdem ein ganz klein bisschen theoretische Gedanken oder sagen wir mal konzeptionelle Gedanken finde ich wichtig, weil ich habe gelernt, dass es keine Praxis ohne eine Theorie gibt. Selbst wenn wir nicht bewusst in unserer Praxis, in dem, was wir praktisch tun, eine Theorie reflektieren, haben wir trotzdem eine Theorie, unbewusst, auf die wir sozusagen voraussetzen und aufgrund derer wir dann auch handeln. Und kann eigentlich nur ein Vorteil sein, sich die eigene Theorie, und man könnte auch alternativ das bezeichnen mit die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Verständnisse von dem, aufgrund dessen ich dann handle, sich zu vergegenwärtigen, kann eigentlich nur gut sein, weil alles, was bewusst wird, zu mehr Selbstführung führt. Ja, ich hoffe, dass es erstmal so für euch auch nachvollziehbar, logisch, aber keine Sorge, ich werde nicht zu viel Theorie machen, nur ein paar Gedanken. Und dann den Hauptteil auf die Praxis legen. Ich hab mir Gedanken gemacht, welches Bild könnte Transformation gut beschreiben? Und ein Bild, was, glaube ich, in spirituellen Gruppen sehr häufig verwendet wird, ist das Bild des Schmetterlings, der Raupe, die zum Schmetterling wird, weil es eben so stark für eine grundlegende, tiefe Transformation steht. Und auch der Prozess, also so beschrieben wird, wo dass, wenn die Raupe sich verpuppt, so alles Alte von dem, was die Raupe ausmacht, also ihre DNA, komplett im Prinzip stirbt und der Schmetterling eine komplett andere DNA hat. Also nichts von der Raupe ist mehr übrig in dem Schmetterling. Die sehen komplett anders aus, bewegen sich anders, essen es anders und so weiter. Das heißt, hier ist eine totale Transformation, hat hier stattgefunden. Und interessant ist auch, sich zu vergegenwärtigen. Also es gibt da bestimmte Studien auch zu, aber es ist wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in der Raupe, wenn sie sich verpuppt, praktisch neue Zellen auftauchen und die nennt man Imagozellen. Und die werden erstmal als Fremdkörper und als was Gefährliches von dem alten System wahrgenommen. Und das Immunsystem
fängt die ein und tötet diese Zellen, diese Imagozellen. Aber die kommen dann immer wieder und bis zu dem Punkt, wo die Imagozellen, die neuen Zellen, sich sozusagen verbinden mit anderen Zellen und dann von dem Immunsystem der Raupe nicht mehr angegriffen werden können, also nicht mehr getötet werden können. Und das dauert eine ganze Weile. Und das ist ein total spannendes Sinnbild für Transformationsprozesse, weil nämlich eben alte Systeme, alte Paradigmen, die wir alle im Kopf haben, erstmal so kraftvoll sind, dass sie nicht so leicht umzustoßen sind. Und dann poppt eine neue Idee auf, aber die wird von der alten Denke erstmal platt gemacht, zerstört. Und dann poppt sie wieder auf und wieder auf. Und erst wenn dann, sagen wir, Menschen, die diese neuen zukunftsweisenden Ideen vielleicht haben, sich zusammentun oder einander finden und eine gemeinsame Sprache vielleicht finden oder irgendeine Art, das auszudrücken und andere Verbündete dann finden, dann erst kann so ein neues Paradigma anfangen zu wachsen und sich schließlich auch durchsetzen. Und das ist das, was eben bei der Raupe passiert. Und es ist eben sehr, auch viele, glaube ich, beruhigend, sich zu verstehen, bewusst zu machen, dass es normal ist, dass neue Gedanken erstmal von einem alten System kaputt gemacht werden, zerstört werden, weil es da überhaupt nicht reinpasst. Es kann überhaupt nicht verstanden werden. Und es braucht sozusagen eine zweite Generation, bis diese neuen Gedanken so stark werden, dass sie sich durchsetzen können und dann eben ein Transformationsschub stattfinden kann. Ein anderes Bild, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, weil die Raupe schon so bekannt ist oder dieser Transformationsprozess, Metamorphose wird es auch oft genannt, ist die Doppelhelix. Und dazu werde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen, weil ich dazu ein paar Gedanken aufgeschrieben habe. Lass uns nochmal überlegen oder bewusst machen, was das Wesen der heutigen Transformation und Krisen ist. Was ist anders? Also die Krisen, wie schon gesagt, die zeichnen sich heute dahingehend ab, dass sie sehr komplex sind und miteinander verwoben. Und das macht die Situation oft unklar und verwirrend. Deswegen dieses Bild hier mit dem Menschen, der im Nebel geht. Man kann kaum den Weg sehen, wo er dahergeht. Da ist zwar auch Licht am Horizont, aber der Weg dahin ist ziemlich düster und es schneit sogar. Also es ist oft in so einem Transformationsprozess doch sehr verwirrend. Es gibt wenig Orientierungsmöglichkeiten im Außen. Es ist schwierig, überhaupt irgendwie der Transformationsweg ist eigentlich etwas, was jeder oft so für sich selber herausfinden muss. Da gibt es irgendwie keine klare, einheitliche Leitfaden für alle, den so Schritt 1, Schritt 2 und so. Sondern das, was es rauszubilden gilt, ist eigentlich eher so ein innerer Navigator. Wir können das die innere Stimme nennen, die innere Weisheit. Und die gilt es sozusagen immer klarer hören zu können, um alleine oft auch Strecken der Transformation zu gehen. Und dafür steht dieser Mensch hier, der geht in seinem eigenen Tempo, seinen eigenen Weg und lauscht nach innen dabei. Und in diesem zweiten Symbol, das ist jetzt hier, das ist diese Doppelhelix. Die Helix, es wird ja auch oft als DNA benutzt, zeichnet sich darin aus, dass sie eben so zwei Stränge hat, hier blau und rot dargestellt, die sich spiegeln, aber trotzdem ihre eigene Windung haben. Also sie sind miteinander im Austausch, sie beeinflussen sich auch gegenseitig, aber sie stehen auch für sich. Das heißt, Transformation ist kein linear planbarer Prozess, der dann irgendwann abgeschlossen ist, sondern
Es ist ein Prozess, der, wo wir jetzt, wenn wir auf die innere Transformation hier eingehen, wo wir das, was wir beeinflussen können, beeinflussen, wo wir dran arbeiten, uns selber zu transformieren. Und das hat einen Widerhall in unserem Leben. Also einen Widerhall in unseren unterschiedlichen Lebensbereichen. Und auch einen Widerhall in den Punkten, die wir nicht beeinflussen können oder nicht direkt beeinflussen können. Und das ist erstmal auch interessant, weil zu unterscheiden zwischen den Dingen, die wir nicht direkt beeinflussen können, und die Dinge, die wir direkt beeinflussen können. Und dafür benutze ich jetzt diese Doppelhelix. Also, wenn wir uns mal kurz einen Moment nehmen, lass uns unser eigenes Leben mal jeder anschauen. Es gibt etwas, wo wir gerne eine Veränderung hätten. Und in dieser Situation, da sind vielleicht Aspekte, die wir einfach nicht direkt beeinflussen können. Wir haben es vielleicht versucht, aber es passiert nichts. Das könnte das Verhalten eines Kollegen am Arbeitsplatz sein. Das könnte eine bestimmte Arbeitssituation an sich sein. Und die ist irgendwie gegeben und ich kann die jetzt einfach nicht ändern. Ich habe einen Arbeitsvertrag, ich muss mich da ein Stück weit, also ich muss mich daran halten. Aber was kann ich verändern? Und das sind eben all die Dinge auf der inneren Ebene natürlich. Ich kann meine Gedanken verändern, ich kann meine Einstellung verändern, ich kann meine Sichtweise auf die Situation verändern. Und da, und das ist, dafür steht jetzt diese rote Schlange, sag ich mal, dieser rote Bereich. Das ist das, was wir direkt verändern können. Und das ist unsere innere Arbeit. Und da gilt es sozusagen für uns hauptsächlich aktiv zu sein. Und das Blaue, sagen wir mal, zum Beispiel die Kommunikationskultur um uns herum, die uns vielleicht nicht gefällt. Die ist vielleicht nicht authentisch oder die ist nicht respektvoll genug oder was auch immer. Die können wir nicht direkt verändern, weil wir anderen nicht vorschreiben können, was sie tun sollen oder so. Oder andere Menschen einfach de facto nicht verändern können. Aber dadurch, dass ich meine Haltung verändere und vielleicht meine Sichtweise auf die paar wenigen positiven Dinge richte, die ich wahrnehmen kann, stärke ich das und verändere dann doch indirekt das Gebilde mit. Und das ist eigentlich der Prozess, in dem wir jetzt gerade sind. Also es gibt so eine vorherrschende Kultur des Miteinanders oder Seinskultur, eine Bewusstseinsform. Wir nennen das eben auch ein materialistisches Bewusstsein, ein körperbezogenes Bewusstsein oder ein Rollen- und positionsbezogenes Bewusstsein. Aber je mehr Menschen stark werden in einem nicht materiellen Bewusstsein, also wir nennen das eben das innere Bewusstsein, das Seelenbewusstsein, im spirituellen Bewusstsein, haben sie automatisch auch einen Einfluss auf das Ganze. Und das ist vielleicht für uns erstmal so total logisch und auch nichts Neues. Aber ich glaube, ganz oft haben wir vergessen wir das im Alltag. Dann versuchen wir, was zu verändern auf der äußeren Ebene, was wir so aber nicht verändern können, nicht direkt, und können dann doch ein bisschen frustriert werden oder verzweifeln. Genau, und dafür ist diese Erinnerung hier mit dem Bild, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Als ich mir das so überlegt habe, habe ich gedacht, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zu Manipulation? Weil da versuche ich ja auch sozusagen eine äußere Situation vielleicht oder einen anderen Menschen zu beeinflussen durch bestimmte Dinge, also durch bestimmte Tricks, sage ich jetzt mal. Wie kann ich das eigentlich genau unterscheiden? Und wann weiß ich, wann kriege ich den für mich eigentlich klar, ob das jetzt eine Transformation oder eine Manipulation ist?
Ja, ich fand das ein ganz, ganz interessant, mal so diese zwei ganz unterschiedlichen Dinge miteinander zu vergleichen. Und im Raja-Yoga können wir uns immer wieder zurück verbinden an die Intention. Und die gilt es sozusagen immer wieder zu prüfen und auch sich zu hinterfragen, ob das, was ich denke, was richtig ist, eigentlich wirklich, ob ich mir da eigentlich so richtig sicher bin. Ja, manchmal zum Beispiel sind wir davon überzeugt, dass wir wissen, wie etwas sein soll. Ja, eine Veranstaltung, ein Meeting, ein Projekt, was auch immer. Wir sind davon überzeugt, ja, wäre so und so richtig. Aber andere denken genauso mit der gleichen Überzeugung. Ja, das sollte eigentlich so und so sein. Das ist und fühlen sich im Recht und versuchen das dann so umzusetzen. Ja, und wir können eigentlich immer wieder nicht genug uns selbst da nochmal hinterfragen. Warum bin ich mir so sicher? Was ist eigentlich mein Interesse? Warum bin ich davon so überzeugt, dass das und das so richtig ist, wie es jetzt ist? Ja, und genau, und das ist die hauptinnere Arbeit. Ja, vielleicht können wir auch nochmal fragen, uns gegenseitig, uns selbst, wann bin ich dazu geneigt zu manipulieren? Eigentlich nur, wenn ich was möchte. Wenn ich etwas für mich möchte. Wenn ich irgendein eigennütziges Anliegen habe. Weil das Ich oder diese Überzeugung, ich habe Recht oder ich weiß, was das Richtige ist, das wird dann schnell auch starr und dann tauchen Probleme oder Konflikte auf. Okay, also das war nun ein kleiner Exkurs zu dem Thema Abgrenzung, also Unterschied zwischen Manipulation und Transformation. Ja, und jetzt würde ich gerne an dieser Stelle eine erste kleine Reflexion machen. Lass uns doch einen Moment nehmen, um mal zu schauen, was kann ich selbst gerne beeinflussen und was kann ich nicht direkt beeinflussen? Lasst uns vergegenwärtigen, was ist der Lebensbereich? Was ist ein Thema, was ist eine Situation, die ich in meinem Leben gerne verändern möchte? Und in dieser Situation, was sind die Dinge, die ich beeinflussen kann? Und was sind die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann? Und bei den Dingen, die ich beeinflussen kann und nicht beeinflussen kann, nochmal genau hinzuspüren. Wenn ich denke, ich könnte doch andere Menschen verändern, beeinflussen, überzeugen, warum möchte ich das eigentlich? Kann ich davon nicht auch loslassen? Kann ich nicht einfach mich verändern? Wir können das gleich in der Meditation auch nochmal in der längeren Meditation mit reinnehmen. Ich glaube, allein diese Fragen sich zu stellen in einer Situation ist, finde ich, sehr, sehr interessant und sehr wertvoll. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil, zu dem Wie der Transformation. Was unterstützt mich auf meiner Reise der Transformation? Welche Ressourcen in uns können wir nutzen für unsere eigene Transformation?
weil als Raj-Yogi ist das unser Hauptziel, uns selbst zu verändern. Da habe ich jetzt mal so 5 Punkte aufgeschrieben. Was mich unterstützt, ist meine Beziehung zu mir selber. Die ist, finde ich, persönlich am allerwichtigsten, total zentral in der Selbsttransformation. Weil dieser Mann, der da, oder Mensch, der da durch den Nebel geht, durch diesen dunklen Weg an diesem entlang, wenn der nicht eine gute, stabile, vertrauensvolle Beziehung zu sich selbst hat, dann könnte der den Weg gar nicht gehen. Der wäre ständig, würde der sich selbst vielleicht anzweifeln, auf Abwege kommen, wäre beeinflussbar von Wetter und anderen Menschen und Umständen. Aber weil er mit sich selber so verbunden ist, eine gute Beziehung mit sich selber hat, kann der diesen Weg alleine gehen. Und das ist wie ein Anker. Jetzt muss ich gerade hier an das Segeln denken, auf hoher See, wo man ja das Segelschiff vielleicht mit hohen Wellen steuern muss. Aber ich kann nur auf meine Intuition in dem Moment vertrauen. Ich kann kein Buch lesen, ich kann niemand anderen fragen. Ich muss da durch Wind und Wetter. Anderer Bereich, meine inneren Qualitäten. Ja, das sind unser großer Schatz, unsere innere Wahrheit, unsere Reinheit, die Liebe, Frieden, Kraft, Glück. All diese Dinge sind wie Nahrung auf dem Weg der Transformation. Inneren Kräfte, Unterscheidungskraft natürlich, Entscheidungskraft, die Innenschau, die vielen unterschiedlichen Kräfte der Seele. Information ist auch wichtig. Wir haben ja im Raja Yoga das Studium von spirituellen Weisheiten. Information über mich selbst, über andere, über natürlich vor allen Dingen spirituelle Zusammenhänge, die helfen total bei der Transformation. Und dann Übung, Übung, Übung. Und ich habe eine ganze Reihe von Übungen heute hier aufgeschrieben. Und würde die einfach gleich nacheinander zu den jeweiligen Themen hier vortragen. Die Beziehung zu mir selber. Und jetzt habe ich hier die Folien in Englisch. Ich lese es mal vor. Die Beziehung zu mir selber ist der stabilste oder wichtigste Anker für meine innere Stabilität. Der Weg, um meine inneren Ressourcen anzuzapfen und auch mein Navigationssystem. Meine Übung für die Beziehung zu mir selber. Ich erschaffe Raum und Zeit, um mit mir alleine zu sein, um auf mein Inneres zu hören und um mich selbst besser kennenzulernen. Und einige hilfreiche Praktiken sind zum Beispiel Tagebuch schreiben oder ein Spaziergang in Stille, malen, meditieren und der innere Dialog. Also verschiedene Wege zu finden, um mich selbst tiefer zu spüren. Mich selbst in der Stille, ohne diesen lauten Geist, den wir oft haben, mir selbst zu begegnen und mich dadurch tiefer kennenzulernen. Ein Weg in die gleiche Richtung sind die inneren Qualitäten, das heißt, meine inneren Qualitäten erfahren, die zu spüren. Ich entwickle Vertrauen und Zuversicht in mich selbst, indem ich mir über meine Intentionen bewusst werde, hinter dem, was ich tue oder was ich anstrebe. Für mich ist das so, wenn ich unsicher bin, ja, wenn ich
meine innere Stimme nicht hören kann, dann gehe ich im besten Fall tief nach innen und schaue, was meine Intention ist. Schaue sozusagen wie in so einen inneren Spiegel und gucke, okay, Caroline, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich wirklich dein Anliegen? Und warum möchtest du das? Und dann stelle ich mir auch so eine Frage, wie stimmt das, was du glaubst, was das Richtige ist zum Beispiel? Und dieser innere stille Reflexionsprozess kann wie so ein Reinigungsprozess sein, der unheimlich viel Kraft gibt. Wenn ich da durchgegangen bin, dann habe ich mehr Vertrauen in mich selbst, weil ich das geklärt habe für mich. Ich habe vielleicht auch was aussortiert oder auch realisiert, kann was loslassen, wie so ein bisschen Müll rausschmeißen. Und es wächst eine natürliche Zuversicht, ein natürliches Selbstvertrauen. Ehrlichkeit mit mir selbst erlaubt mir, Dinge klarer zu sehen. Was ist mein Anteil in einem Problem oder in einer Konfliktsituation? Und kann ich für meine Fehler wirklich Verantwortung übernehmen? Und ganz, ganz wichtig, eine Einstellung der Liebe und des Mitgefühls mir selber zu kultivieren. Wenn wir uns selbst nicht immer liebevoll wieder an die Hand nehmen, uns Mut zu sprechen, den Weg wirklich bewusst mit mir selber gehen, ja, wie als wenn ich den Weg mit einer zweiten Person gehe, aber mir selbst auch in der Sicht ein Partner zu sein, mit mir selbst zu sein, ja, das ist nochmal was anderes, als einfach so zu gehen, den Weg alleine zu gehen. Und diese liebevolle Unterstützung können wir uns selber geben und die halte ich für ganz zentral in einem Transformationsprozess. Und dann eine Übung dazu, zu den inneren Qualitäten. Mit Konzentration und Innenschau zu üben, einen inneren Raum zu erschaffen. Also in uns selbst so einen sauberen, freien Raum zu schaffen. Ja, das geht durch Konzentration, durch eben tiefe Verbindung, Nähe mit mir selber, Begegnung und dann diesen Raum in mir mit Liebe und Wahrhaftigkeit zu füllen. Und dabei können wir natürlich auch uns verbinden mit der höchsten Kraftquelle, mit Gott, mit dem Göttlichen, was auch immer unser Zugang ist. Es ist wie so ein heiliger innerer Raum. Das ist enorm stärkend. Also ich erschaffe diesen Raum, ja, und fülle ihn mit Liebe und Wahrhaftigkeit und der Kraft der höchsten Seele. Und dann, je länger es mir gelingt, diesen Raum zu halten, ihn mit Energie zu füllen, desto mehr kann ich diese Qualitäten dann selbst wieder aufnehmen. Ich kann sozusagen, es ist so ein Schöpfungsprozess, ja. Ich erschaffe die Qualität in meinem Geist, in meinem Inneren, in meinem Bewusstsein. Und dann nehme ich das tief in mein Herz hinein, tief auf. Das stärkt unheimlich. Und eine zweite Übung dazu mit den Werten Geduld, mit ganz, ganz, ganz zentraler Wert auch in der Transformation, wie ich finde. Also Geduld zu üben bedeutet eben auch nicht zuzulassen, dass man immer mit so schnell innerlich reagiert und das dann auch noch sozusagen rauslässt, ja, diese schnellen Impulse im Alltag, sondern zuerst nach innen zu gehen und zu unterscheiden und zu überlegen, okay, was wird das Ergebnis davon sein, wenn ich diesem Impuls jetzt nachgehe?
wenn ich jetzt einfach dem Gedanken oder den Worten, die über meine Lippen kommen wollen, freien Lauf lasse? Was wird das Ergebnis davon sein? Und es gibt eigentlich auch so eine Art Faustregel, diese schnellen, heftigen inneren Reaktionen, wenn ich reagiere, ja, jemand sagt was und mein Gesicht geht gleich die Klappe runter oder innerlich gibt es einen Ruck oder ich will am liebsten sofort was dagegen sagen. Das sind immer deutliche Zeichen, dass ich was in mir anzuschauen habe. Da springt was an, was auf der unbewussten Ebene und auf der Ebene eines verdrehten Bewusstseins ist, also auf dem, wir nennen es Körperbewusstsein, der Identifikation mit etwas Begrenztem. Ganz, ganz wertvoller Hinweis, diese inneren Reaktionen. Und ja, der zweite Punkt hier, mich selbst mit Kraft anfüllen durch Meditation und am besten täglich. Überhaupt ist die Selbstreflexion und das Beobachten eine Schlüsselqualifikation auf dem spirituellen Weg. Nicht analysieren, nicht sich verurteilen oder kommentieren, sich selbstständig kann man ja auch, sondern einfach eine Beobachtung. Aha, ich nehme was wahr, okay, lasse ich so stehen. Es geht nur um das Wahrnehmen erstmal. Und dann im richtigen Moment, sag mal, wenn ich die Zeit dafür habe, tiefer reinzugehen, zu schauen, okay, was war das eigentlich da gerade? Das ist das Reflektieren. Um subtilere Zusammenhänge, subtilere Aspekte in meinem Alltag in mein Bewusstsein zu heben. Jetzt sind das viele Praktiken hier, eine nach der anderen. Ich weiß nicht, ob euch das schon genug ist. Das ist jetzt der letzte Bereich. Das sind die inneren Kräfte. Und ich hatte eben schon die Kräfte der Unterscheidung und Entscheidung angesprochen. Warum sind die so wichtig? Naja, wieder, wenn ich mir vorstelle, ich bin dieser Mensch, der da durch den Nebel geht. Wir haben keine Orientierung im Außen. Wir leben in einer Zeit, wo alles völlig verwirrend ist. Selbst Informationen, ja, so viele falsche Informationen von allen Ecken, von allen politischen Lagern, von allen Interessensgruppen. Man kann sich nicht wirklich bei irgendwas wirklich sicher sein, dass es so ist, wie es dargestellt wird. Das heißt, es wird zunehmend wichtiger, so einen inneren Sensor dafür zu entwickeln, fühlt sich richtig an, was fühlt sich stimmig an. Und dann natürlich auch immer wieder im Abgleich mit den spirituellen Gesetzmäßigkeiten, die ich gelernt habe. Das ist schon immer wichtig, das auch nochmal gegenzuchecken, weil natürlich auch meine Intuition oder mein Gefühl noch vermischt ist von unterschiedlichen Dingen. Also es ist ein doppelter Schutz, das eben auch abzugleichen mit so spirituellen Wahrheiten. Ja, also die Kraft zu unterscheiden und zu entscheiden. Das, worüber ich jetzt hier spreche, ja, also wenn ganzheitlich eben meint, innen und außen, dann ja. Und gleichzeitig, wie ich eingangs sagte, also das Außen können wir erstmal nur bedingt oder nicht verändern. Also wir können de facto nicht den Ukraine-Krieg verhindern gerade. Viele von uns würden es am liebsten per Knopfdruck, die meisten denke ich, tun. Aber wir können es nicht tun. Es ist eine komplexe, sehr schwierige Situation. Aber was können wir tun? Ja, es gibt natürlich eine Menge Dinge, die wir tun können. Wir können natürlich direkte Hilfe leisten, aber auf der spirituellen Ebene können wir uns mal mit Krieg beschäftigen. Was ist denn eigentlich Krieg? Wo kommt der denn eigentlich her? Was ist der Same davon? Und zum Beispiel diese ganze innere Unsicherheit in Menschen. Und wenn dann Menschen in einer machtvollen Situation sind, ist es
eben verhängnisvoller, weil diese innere Unsicherheit, innere Ängste, Enttäuschung, Verletzung, Wut, Hass, Ärger, Aggressivität, was auch immer, drückt sich in jedem von uns aus. Also ob das jetzt ist in meiner Sprache, dass die gewaltvoll ist, in zwanghaftem Verhalten, in Anhäufen von Gütern oder Besitz, in welcher Art auch immer von äußerer Schutzmauer. Im schlimmsten Fall, wenn man die Mittel hat, dann eben in einem Überfallkrieg, Angriffskrieg. Ja. Aber diese Muster, die Strukturen, die hinter all dem passieren, stecken hinter dem, was passiert, die sind ein Stück weit in uns allen. Und wenn wir dafür Verantwortung übernehmen und daran arbeiten, wie kann ich meine eigene innere Verunsicherung, meine Verletztheit, meine Wut, meine Gewalt, die in mir ist, die nicht zu mir gehört, aber die in mir ist, wie kann ich die transformieren? Dann haben wir aus meinem Verständnis einen wichtigen Beitrag geleistet zu dem Thema Krieg, ja? Kriegverhinderung. Kannst du die Frage sonst noch mal wiederholen? Also du hast sie schon perfekt beantwortet, finde ich. Ich kann sie mal wiederholen. Das sind ja zwei Fragen. Also die erste war, befinden wir uns irgendwo zwischen dem Alten und dem Neuen, was auf uns zukommt? Und ja. Dann die zweite Frage, die hast du meiner Meinung nach gut beantwortet. Bedeutet der Wandel ganzheitliche Transformation? Ja, ich denke, wir befinden uns zwischen dem Alten, genau dazwischen, zwischen dem Alten und dem Neuen. Und gleichzeitig haben wir zusätzlich auch noch die Wahl zu entscheiden, bin ich eher mit dem Alten verbunden oder eher mit dem Neuen verbunden. Und wir haben natürlich noch Altes in uns und wir haben aber auch schon Neues in uns. Und in der Welt um uns herum gibt es das Gleiche, das Alte und das Neue. Und jeden Tag, in jedem Moment können wir uns entscheiden, stärke ich das Alte wieder oder stärke ich das Neue wieder? Von daher sind wir dazwischen. Ja, würde ich mit Ja beantworten. Vielleicht so eine Raupe mit schon einem Flügel. Ja, ja. Also ich bin ein Anhänger von Praxis, also deswegen gefällt mir das hier ganz gut. Mir fiel eine Sache ein, also diese Raupe, die zieht sich ja total zurück, die ist aus der Außenwelt sozusagen abgeschottet. Die verpuppt sich. Dummerweise tun wir das ja nicht. Wir sind ja ständig weiter im Kontakt mit dem Äußeren. Wir müssen uns da irgendwie innerlich verpuppen. Schön wäre das, ne? Wenn wir uns einfach irgendwo eine Weile einschließen könnten und dann als perfekter Mensch wieder rauskommen können. So leicht ist es aber nicht bei uns. Und bei der Raupe ist es ja eigentlich auch so, dass ist zwar äußerlich verpuppt, aber innerlich passiert ja ganz, ganz viel. Da ist ein richtiger Kampf im Gange, ja, zwischen alt und neu. Wie gesagt, die alten Zellen fressen die neuen auf und so weiter, lassen nichts Neues zu, haben Angst vor dem Neuen, zerstören es sofort. Und das ist eben auch etwas, was im Prinzip im Außen ist, sowohl wie im Innen, wie in uns selbst, als auch im Außen. Ja. Also das ist schon ein ganz gutes Sinnbild, was wir da nutzen können. Gut. Aber man kann ja trotzdem auch schauen, wenn man wirklich gerade total überfordert ist in einem Transformationsprozess, dass man sich diese Schutzräume erschafft, dass man dann, wenn man kann, vielleicht auf einen Retreat geht oder dass man einfach mehr Zeit zu Hause verbringt mit sich selbst, wo man eben qualitative Zeit, also hat zum Beispiel eben diesen inneren Raum erschafft, dass man nicht sich einfach vor den Fernseher hockt und versucht zu verdrängen, sondern dass man sich hinsetzt, Tagebuch schreibt, was liest und einfach oder einen Spaziergang macht und einfach versucht, wirklich so eine liebevolle, verständnisvolle Haltung für sich selbst zu entwickeln, um in diese Kraft wiederzukommen, in ein bisschen mehr Puffer, dass wir eben diesen Schutz wieder aufbauen in diesem doch herausfordernden, transformativen Prozess. Hm. Ja, du hattest da eine Praxisübung angesprochen, den inneren Raum mit Liebe und Ehrlichkeit füllen.
Und ich hatte dazu schon ein Bild in mir, aber vielleicht kannst du das gleich in der Meditation noch so uns näher bringen, wie du das machst. Ja, sehr gerne. Ja. Okay. Ja, vielleicht ist das schon der Moment für eine Meditation. Einleitend der Gedanke, als ich gestern habe ich mir so eine Auszeit genommen, so einen Tag, wo ich eigentlich die ganze Zeit zu Hause war und dann habe ich noch am Nachmittag einen Spaziergang gemacht und da war ich aber schon in so einer ganz guten selbstfürsorglichen Haltung. Und dann habe ich die ganzen Menschen beobachtet, die da durch die Straßen gingen und ich hatte so viel Liebe und Mitgefühl dafür, wie jeder so sich durch seinen Alltag irgendwie oft auch durchschlägt mit all den, also durchkämpft durch all den, die Herausforderungen und Anforderungen, die wir so haben. Und das können wir uns, dieses Verständnis und dieses Mitgefühl können wir uns selbst entgegenbringen in unserer ganz individuellen Situation. Also ich nehme mir einen Moment Zeit und schau nach innen. Ich mache mir bewusst, wie mein gutes Anliegen, die Dinge so gut zu tun, wie ich es kann, wie wertvoll das ist. Wie ich jeden Tag von neuem morgens aufstehe und meinen Alltag beginne, mein Bestes gebe, mit der mir zur Verfügung stehenden Kraft, mit dem, was mir möglich ist. Das ist großartig. Einfach immer weiterzumachen, egal was ist. Wir leben in einer ganz, ganz besonderen Zeit. Einer Zeit, die manchmal ganz schön überwältigend sein kann. Also lass mich Verständnis für meine Gefühle haben. Vielleicht manche Phasen von Verwirrung. Von dem Gefühl, es ist alles zu viel oder wo geht's eigentlich lang? All das ist menschlich. Von den inneren Reaktionen. Und ich erlaube meinem Geist, zur Ruhe zu kommen. Und werde ganz sanft, ganz subtil und still. Ich erschaffe mir meinen eigenen inneren Raum. Einen heiligen Raum. Einen kostbaren Raum, indem ich mir selbst ganz nah bin. Und ich öffne mein Herz für mich selbst. Ich lade göttliche, reine Liebe in diesen kostbaren Raum ein. Ich lasse sie in mein Herz fließen, in mein ganzes Sein. Mein Inneres wird immer stiller, immer ruhiger.
immer sanfter. Und ich nehme die Kraft der Wahrheit in mich hinein, die Wahrhaftigkeit. Und wertschätze meine innere Wahrheit, das, was ich wirklich bin. Dem inneren Kompass folgen. Da war das Beispiel von der Person, die im Nebel oder im Schneegestöber so kaum sichtbaren Weg lang läuft. Und es ist wichtig, seiner inneren Intuition zu folgen. Mhm. Also dieser innere Kompass, der ist total hilfreich, wenn man durch so undurchsichtige Zeiten hindurchgeht. Mhm. Ich habe da ein Beispiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob euch das also für mich war das sehr eindringlich. Und zwar bin ich mit meiner Tochter zu ihrem Geburtstag in so einem Freizeitpark gewesen und da gab es so eine ganz neue Achterbahn. Und das war der Renner dort und die hat mich also überredet, da mit einzusteigen. Na gut, ich da rein und dann ging es los und ich war das letzte Mal in so einem Freizeitpark vielleicht 20 Jahre vorher. Da war technisch noch nicht so viel möglich. Und diese Bahn ist auf eine Art und Weise gefahren. Ich habe nicht gewusst, dass das heute machbar ist, weil ich kenne ja so ein bisschen die Grenzen der Physik und die ist so ziemlich nah an der Grenze gelaufen. Ich hatte totale Angst. Also ich hatte noch nie so eine Angst. Es war richtig Angst um mein Leben. Und dann hat mir geholfen, also mir hat da geholfen, dass ich mir gesagt habe, hey Martin, du bist jetzt nicht der Erste, der hier lang fährt. Hier sind schon zigtausende Personen heil wieder rausgekommen. Du kannst dieser Sache halbwegs vertrauen. Klar kann immer was passieren, aber das kann auch auf der Fahrt dahin schon passieren. Also das hilft mir, dass ich mich so an bestimmte Sachen festhalten kann. Würdest du sagen, ist das spirituell oder ist das eher eine Hinderung? Also eine Hinderung ist das ganz bestimmt nicht und das stimmt ja auch. Also wenn man mal wirklich das Leben in einem ganz großen Kontext sich vergegenwärtigt, dann wissen wir, dass sich bestimmte Zyklen immer wiederholen. Bestimmte Muster, gerade auch Transformationsprozesse. Im Kleinen gibt es die jeden Tag. In einem Jahr gibt es die Jahreszeiten. Das heißt, es sind ewige Naturgesetze, die immer wieder passieren. Schöpfung, dann hält was eine gewisse Zeit, dann wird es zerstört. Jede Erfindung, jeder Gedanke ist ein Schöpfungsprozess. Dann ist er eine Weile vorherrschend, dann wird er wieder über den Haufen geworfen. Also allein solche Grundprinzipien, ja, passen ja zu dem, was du auch gesagt hast. Also ein anderer Gedanke, den ich manchmal denke, ist, wir sind, es geht so in dieselbe Richtung, wir sind, mein Gott, was für Herausforderungen wir schon alles hatten. Ich habe bis jetzt alles überlebt, also werde ich auch das überleben. Ne? Oder so viele Menschen haben das, wie du gesagt hast, jetzt bei der Achterbahn, aber Jahrhunderte Menschheitsgeschichte, was haben wir schon alles durchgemacht als Menschheit? Ja? Wir werden da auch jetzt wieder durchgehen. Wir sind mitten dabei. Ja. Keine Praxis ohne Theorie, hast du ganz am Anfang gesagt. Ich bin ja eher so ein Anhänger von Learning by Doing. Das führt aber dann auch oft zu Misserfolg. Also welchen Prozentsatz würdest du der Theorie geben, also wenn man Theorie und Praxis miteinander vergleicht? Jede Praxis ist dahinter haben wir ein bestimmtes Verständnis von der Welt und von uns. Wir mögen unbewusst darüber sein, aber es gibt einen Grund, warum wir etwas so machen, wie wir das machen, weil wir etwas Bestimmtes annehmen. Und in vielen Dingen machen wir uns diese Annahmen eben nicht bewusst. Aber sie sind da.
Und ich behaupte einfach mal, dass es von Vorteil ist, sich diese Annahmen bewusst zu machen, weil dann kann ich sie auch überprüfen, zu fragen, stimmt denn eigentlich diese Annahme, die ich da habe, von der ich meine Praxis selbstverständlich ableite, unbewusst? Ja, also ich denke, das ist schon ganz gut. Und also ich habe auch lange gedacht, man hat nicht immer eine Theorie, aber man hat wohl doch immer eine Theorie von irgendetwas und möge sie noch so, sag mal, so einfach sein. Als Schlüsselqualifikation für transformative Prozesse ist so, den Intellekt zu dehnen. Und mir fällt immer wieder auf, wie schnell Illusionen, Konflikte oder schwierige Situationen kommen. Allein deswegen, weil Menschen unterschiedliche Dinge sehen oder wahrnehmen. Und wir alle haben ja eine bestimmte Sicht auf die Welt, auf uns und auf die Welt und andere Menschen. Und die ist einfach bei jedem total unterschiedlich. Und wenn es mir aber gelingt, die Welt aus den Augen des anderen zu sehen, dann erschließt sich mir das Verhalten der Person. Dann kann ich plötzlich verstehen, warum jemand sich so verhält, wie er sich verhält. Und vielleicht macht es dann sogar Sinn, ja. Vielleicht aber auch nicht, oder vielleicht, oder es macht Sinn in dieser Weltsicht, in dieser Perspektive, aber ich halte die Perspektive vielleicht trotzdem für falsch oder für begrenzt. Aber immerhin kann ich das verstehen, so. Und ich glaube, dass uns das vor vielen also Reaktionen und Kurzschlusshandlungen oder eben Reaktionen schützt, weil wir einfach losgelöst beobachten können, losgelöst verstehen, okay, ja, die Person hält das und das für Realität und deswegen verhält sie sich so und deswegen macht es für die Person Sinn. Ich erweitere meinen Blick auf das, was vor mir liegt, indem ich meine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel verbessere. Ich übe, eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, von denen sich einige sogar widersprechen können. Das ist auch ein Prinzip, was wir in unserem Morgenstudium haben. Ja? Wir haben oft fast widersprüchliche Aussagen, ja, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die gleiche Sache. Und mein Verständnis ist, dass das deswegen so ist, um unseren Intellekt zu stretchen, zu dehnen, unbegrenzter zu machen, aus dieser Logik Ja, Nein rauszuholen, sondern sowohl als auch. Ja? Beides es kann richtig sein, auch wenn es widersprüchlich erscheint. Ich übe Menschen zuzuhören, die eine andere Sichtweise haben als ich und versuche, ihre Sichtweise zu verstehen. Ja, das ist noch ein Punkt, den ich sehr, sehr wertvoll finde, zu üben und auch sehr herausfordernd oft. Oh, hier gibt es eine ganz interessante Frage. Und zwar, ist es ratsam, nicht alles zu glauben, was wir denken? Ich glaube schon. Also das ist ja auch eine gewisse Losgelöstheit von mir selbst, die wir die ein unbewusster Mensch in der Regel nicht hat. Aber je mehr wir zum Beobachter werden von uns selbst, identifizieren wir uns halt auch immer weniger mit unseren Glaubenssätzen und auch dem Denken. Wir können das aus einem Abstand betrachten und können sehen, okay, das denke ich und deswegen handle ich vielleicht so. Aber ich bin nicht mein Denken. Wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? Kann ich dem eigentlich glauben? Also absolut bin ich da bei dir, Peter. Das ist sehr gut mal auch. Und das ist was anderes als Selbstzweifel. Ja, weil der Unterschied ist, in dem meinen eigenen Gedanken nicht glauben, ist, dass ich dabei ruhig, entspannt und losgelöst bleiben kann. Ich hinterfrage meine eigenen Überzeugungen. Und weil ich eine Sicherheit habe, die tiefer ist als das, eine Identität habe, die tiefer ist als meine Glaubenssätze, kann ich entspannt, losgelöst mich selbst komplett in Frage stellen und dabei vielleicht sogar noch innerlich lächeln über mich. Wenn ich aber verhaftet bin, mich identifiziere mit meinem Denken, mit meiner, also ne, dass das meine Identität ist, kann ich nicht losgelöst sein, dann macht mir das Angst. Oder eben zu den Selbstzweifeln, ja, das ist das andere Extrem, kann ich auch sehr gut, also hatte ich viele Jahre mit zu tun, das sind wie zwei Stimmen. Du hast
der Impuls von deiner inneren Wahrheit und du hast diesen kritischen oder diesen Intellekt, der mit allen möglichen Glaubenssätzen anderer gefüllt ist oder der von gesellschaftlichen Normen und die stehen ständig im Kampf und zwar so krass, dass du nicht mehr unterscheiden kannst oder dir nicht die Kraft hast, da ja nicht in diesen Kampf zu geraten. Und das ist natürlich, und das ist eben alles andere als losgelöst und friedvoll und souverän, sondern das ist ein echter innerer Kampf. Ja. Und deswegen Zeichen von, also da kann ich erstmal nicht vertrauen. Da muss erstmal der Kampf zur Ruhe gebracht werden. Du hattest mittendrin auch noch beschrieben oder die Frage gestellt, wann ist es Manipulation und wann ist es Transformation? Also ist das eigentlich wichtig, da das so sehr zu unterscheiden? Hilft dann nicht auch die Frage, wenn es der Sache dient, darf es dann nicht auch mal Manipulation sein? Oder ist das ein No-Go? Das ist wirklich eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon öfter gestellt, aber mehr so im Sinne von, warum greift da eigentlich niemand ein? Ja? Und also du kennst da die Junkie und es gab einige Situationen in meinem Leben, also die frühere Leiterin der Brahma Kumaris, die mit 104 gegangen ist, es gab einige Situationen in meinem Leben, wo ich wusste, dass sie bestimmte Dinge wusste, die einfach falsch sind oder falsch laufen. Und sie hat nicht so eingegriffen, wie ich früher eingegriffen hätte. Ja, von wegen, ist einfach unterbunden oder ja. Bei manchen Dingen ja, aber bei manchen Dingen auch nicht. Und das war total interessant für mich zu verstehen, also warum sie bestimmte Dinge so gelassen hat. Und ich weiß nicht, es ist jetzt ein komplexes Beispiel, aber oft sind Situationen eben komplexer, als man denkt. Da gibt es viele unterschiedliche Faktoren, die mit reinspielen. Und es hat so eine eigene Dynamik, so eine eigene Transformationsdynamik von den einzelnen Playern, die in einer Situation also mit verwoben sind, die ja auch in Problemen sich erstmal ausbilden müssen. Also mit anderen Worten, um es einfach auszudrücken, wir alle haben was zu lernen in Herausforderungen. Und dafür sind die Herausforderungen auch da. Man kann die von oben top-down nicht alle mal eben lösen oder regeln. Es ist auch in manchen Situationen wertvoll, die Beteiligten ihre eigenen Schritte gehen zu lassen und ihre eigenen Dinge lernen zu lassen in dieser Herausforderung. Und dann zeigt sich auch oft, was denn zum Beispiel die Intention von den einzelnen Playern ist. Und das kann ganz schön eine Geduldsübung sein. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Es ist jetzt ein bisschen abstrakt gewesen, aber zu dem Thema Manipulation ist mir das noch eingefallen. Nee, ich habe es gut verstanden, danke. Ja, jeder darf seine eigenen Fehler machen, so ungefähr. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, die Abschlussmeditation zu machen. Okay, dann sage ich jetzt danke an die interessanten Fragen und deine Moderation, Martin, und lad ein, noch ein paar Minuten zu meditieren. Wir können erstmal diesen Abend, dieses große Thema Transformation nachklingen lassen. Und während ich nach innen schaue, überlege ich, ob sich mein Verständnis von Transformation in der letzten Stunde etwas verändert hat.
mit ein paar einfachen Übungen und der Beziehung zu mir selbst kann Transformation sogar zu einem positiven oder angenehmen Prozess werden, dem ich mir meine Zeit gebe. Ich mache mir bewusst, wie viele innere Ressourcen ich habe. Meine Qualitäten, die Kräfte. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um diesen Weg zu gehen. Mein Weg der Verwandlung. In die Freiheit, in die Kraft, spüre mich selbst und spüre die Gesellschaft der höchsten Kraftquelle. Om Shanti.